Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge von Forza Horizon 4 und heute fahren wir den 2018er Chevrolet Camaro ZL1 1LE, halt ein langer Name, ein ziemlich langes Auto auch, langes weiß ich nicht, aber es ist schon ein ziemlich großes Auto, vor allem auch für deutsche Verhältnisse. Was ein Camaro, Alter. Ich meine, der ZL1 ist ja schon mal ganz nett, ne? Aber das 1LE-Paket ist ja nochmal eine kleine Schippe obendrauf. Vor allem gerade für die Rennstrecke, was man an diesem sehr minimalistischen Hexboil erkennen kann. Nach vorne, noch an der Lippe, die Splitter. Das sind wohl die offensichtlichsten Sachen dieses Paketes. Lass mal Lichter anmachen. Oh, sexy. Dann hat er noch andere Reifen unter anderem. Anderes Fahrwerk, was auch verstellbar ist. Noch ein leichter Heckschreiber, leichtere Felgen. Andere Dimensionen von Reifen und Felgen. Hinsichtlich Breite und Größe. Alter, boah, das sieht so sexy aus. Das sind so die gröbsten Unterschiede zum ZL1, der ziemlich langweilig wäre. Deswegen gleich auch mal den 1LE. Wenn schon, denn schon, ne? Weil wenn wir bei dem Spiel haben, dann fahre ich natürlich schon die bessere Variante. Und nicht der Kindergarten ZL1. Wenn schon richtig, dann richtig. Ja, serienmäßig S1 849, das ist gerade mal ein Punkt mehr als der normale ZL1. Wahrscheinlich hätte er mehr bekommen, würde er mehr Topspeed haben. Aber halt, ich meine, ne, mit der Theke ist halt der Topspeed nicht mehr ganz so gut wie serienmäßig. Also ein Forza zumindest. Ich glaube, in echt macht das keinen großen Unterschied. Und nicht, dass ich wüsste. Aber dann Forza, na klar, Theke. Eher für die Rennstrecke, Topspeed weg, dafür Kurvenspeed rauf. Okay, V12, nein, Racing V12, nein. Was geht an Racing V8 rein, aber warum? Wir haben doch den guten RT4-Motor aus der Z06. Das ist der Corvette, lasse ich natürlich auch. Man könnte auch auf Twin Turbo umbauen, aber nö, Kompressor ist doch viel besser eigentlich. Da brauche ich kein Twin Turbo, wenn ich Kompressor haben kann. Und es geht. Ach, krass, Alter. Noch mehr? Nee, aber ich finde das serienmäßig jetzt gar nicht mal so schlecht, ne? Mit den Flaps auch da vorne. Sieht schon nicht verkehrt aus. Forza-Spoiler sieht natürlich nicht geil aus. Und ohne Spoiler. Also, ich finde, ein Camaro ist wirklich ein Auto, was man ohne Spoiler fahren kann. Aber. Mit ist geiler. Jetzt ein GT3, den kann man ohne Spoiler, finde ich, nicht fahren. Da muss einer ran. Aber bei einem Camaro, man kann es weglassen. Finde ich nicht so schlimm. Aber wenn man es haben kann, dann mache ich es natürlich auch. Auch vorne die Aerodynamik könnte man auch weggelassen und die normale ZL1 Stoßstange nehmen. Oder würde auch reichen. Wenn man es so haben kann, nehme ich es auch so. Da sagt, glaube ich, keiner nein. So, natürlich. Okay, Bremsen, die sehen. Das ist doch noch ein bisschen größer. Ja, der Wagen ist leider schwer. Und hat serienmäßig ein Rennfahrwerk. Okay. Und hinten gehen auch keine besseren Stabis mehr. Okay, alles gut, Camaro. Der Gewicht waren wir gerade noch über 1,7 Tonnen. Das ist zu viel. Ist die Frage, wie viel machen wir leichter? Ich würde sagen, ja doch schon. Leistung wird er nicht mehr bekommen. Was ich auch schon mal spoilern kann für das nächste Auto, also quasi für die übernächste Folge, Folge 85. Wir gehen wieder nach Amerika, es wird wieder ein Muscle Car. Aber die Leistung wird nicht Serie bleiben. Und das Auto wird deutlich mehr Leistung haben als der hier. Also wir gehen, denke ich mal, mit dem nächsten Auto so in Richtung 800 oder 800 plus PS. Also schon was Richtiges. Auch schon Heckantrieb Frau 8, aber genau, Frau 8. Ich sage aber nicht, was es ist. Hahaha. Gesehen, wie sich Rennreifen, alles klar. Ich habe verstanden, Camaro. Ist verstanden. Aber ich muss ihn noch gleich noch tiefer legen. Ist der Busmodus wieder am Start. Da ist ja noch so viel Platz zwischen Reifen und Radkasten. Da passt ja noch fast eine Hand zwischen. So, 305er vorne machen wir 315er. Warum auch nicht? Und hinten von 325er auf 335er. Na, Sigi. Die Felgen würde ich sogar eigentlich so lassen. Ich finde die ehrlich gesagt ganz geil, aber halt größer. Es würden sogar 21er passen, finde ich. Klar ist für jetzt Rennstrecker nicht immer vorteilhaft, die dicksten Felgen aufzumachen. Aber sieht halt geiler aus. Und Spurweite.
Gefällt mir eigentlich schon ziemlich gut. Bräuchte ich eigentlich gar nicht. Also spurweitmäßig ist das eigentlich echt in Ordnung. Also der Abschluss da, der ist echt gut. Noch ein Schwungscheibchen. Ach nö. Ja, 1530 Kilo mit über 650 PS und über 880 Newtonmeter Heckantrieb. Aus einem schönen 6,2 Liter großen V8 Motor Kompressor aufgeladen. So gefällt mir das. Ha, das ist Downsizing, Leute. Aber mehr Leistung reinmachen. Und Kompressor drauf klatschen. So kriegt man mehr Leistung. Wenn ich hier 1, irgendwas Liter Turbo aufgeladen, mickrig, kein Sound. Ja, das fand ich noch gut, dass es sowas noch gibt. Klar, es ist auch schön, wenn es spritsparende Motoren gibt, aber ich finde sowas auch noch cool. Und ja, das ist halt bei Amerika Downsizing. Gibt's nicht. Natürlich kann man sich ein Camaro auch als Vierzylinder kaufen oder als Sechszylinder oder halt kleinere, sparsame Motoren. Aber wenn man will, kriegt man auch das. Und das ist halt nichts zu ersetzen als noch mehr von dem. Ein Hubraum ist durch nichts zu ersetzen als durch mehr Hubraum. Oder Kompressor. Das ist mir auch recht. Okay, Aero geht nicht. Verstellen. Schade. Boah, Alter. Der Top Speed ist jetzt für die Leistung nicht ganz so gut, aber den brauchen wir auch nicht. Mit knapp 310 Klamotten ist jetzt nicht gerade langsam. Muss halt in Relation sehen. Das ist für ein Auto mit dieser Leistung nicht wirklich schnell. Ich meine, man kann es jetzt nicht vergleichen, aber beispielsweise, glaube ich, ein R8. Das kann man nicht vergleichen, ich weiß, aber ein R8 fährt 330 Klamotten. Glaube ich, ne? Das hat noch so um die 600 PS. Was schneller ist. So eine Frage, halt GTR und sowas ist nicht schneller, McLaren. Ja, was ich ein 650S von der Leistung her. Ja, 650S fährt auch über 330. Ich glaube, ein 488 GTB fährt sogar 340. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ist ja auch egal. Immer noch fucking schnell. Darauf können wir uns, denke ich, mal einigen. Dass der Hobel hier nicht langsam ist. Ja, gute 3,5 Sekunden auf 100. Ist in Ordnung. Der serienmäßige Rennreifen, was wusste ich gar nicht. Ich wusste, dass der echt andere Reifen hat, die speziell für den Wagen entwickelt wurden. Aber dass er sogar im Spiel serienmäßig Rennreifen hat. Eieiei. Und ist doch übrigens in der Track-Toy-Klasse angesiedelt. Genauso wie die Corvette ZR1. Nein, 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 die Corvette, der Camaro. Oder Camaro. Meine English Skills. Nicht. So. Ist nur die Frage, welche Farbe wir ihn machen. Also, so wie er jetzt hier steht, der sah so nicht serienmäßig aus. Der hat eigentlich eine, glaube ich, matt-schwarze Motorhaube. Oder irgendwie schwarz, ob das matt ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die war matt-schwarz. Habe ich jetzt mal ein bisschen geändert. Und ich muss ja sagen, also. Guckt der böse? Also, ja oder ja? Ich würde sagen, definitiv ja. Dann machen wir noch eine andere Farbe vielleicht. Achtung, nicht erschrecken. Ne? Weil hier... Das kann ich dir mal kurz zeigen. Weil hier Motorhaube lackieren geht nicht. Also musste ich halt im Editor die Motorhaube lackieren. Das geht halt nicht mit einem Teil. Sonst wäre die Lippe ganz unten, diese schwarze. Sonst wäre die halt auch noch gefährt und es sieht halt kacke aus. Das musste ich jetzt halt nochmal extra machen. Aber alles gut. Welchen Ton sieht denn so ein Camaro noch geil aus? Ich habe ja die Corvette Z1 auch rot gemacht, was halt schon sehr, sehr geil aussah. Wow, blau. Jo, den Honda hatte ich ja auch blau, den NSX. Grün, glaube ich, unser nächstes Auto. Soll ich das nächste Auto einfach mal spoilern, einfach mal raushauen, was es also zu 99,9% sein wird?
Ich sag's, ne? Also wer jetzt nicht das hören möchte, der schaltet gleich ab. Also ich sag den Namen in 3, 2, 1. Wir fahren ein Challenger Hellcat. Ganz einfach. Boah, Geld ist natürlich auch nicht verkehrt. Ich kann mir aber auch Orange sehr gut vorstellen. Ich habe zum Beispiel meinen Mustang, habe ich jetzt auch orange gemacht, mein Mustang GT aus dem Let's Play. Da war ja, glaube ich, mal so weinrot mit weißen Streifen. Jetzt ist der orange. Oh, sehr geil. War ja auf jeden Fall nicht so ein knalliges Orange. Ich würde sogar mein Rot eigentlich lassen. Ja, es bleibt aus, aber das bleibt alles so, wie es hier ist. Da wird sich auch nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Boah. Vier dicke Endrohre. Ey, die Optik, die ist halt echt. Muss man sagen, ich war bisher ja nie kein Riesen-Camaro-Fan. Der Wagen gemocht, aber jetzt nicht so extrem. Aber jetzt die aktuelle Generation des Camaro, die ist halt extrem geil geworden. Und dann auch hier so einen Bomber hier zu fahren. Alter. Also in Sachen Optik braucht sich der hier vor europäischen Autos definitiv nicht verstecken. Ganz und gar nicht. Was Motor angeht, erst recht nicht. Da können eher die europäischen Autos einpacken. Der Sound einfach, ne? Ist wahrscheinlich fast der gleiche Sound wie bei der Corvette Z1 hier im Spiel. Aber es ist auch beinahe derselbe Motor. Der ist jetzt nicht großartig noch viel anders zwischen den Motoren. Das Ding marschiert. Sieht gut aus. Es fährt sich bis jetzt auch ziemlich gut. Okay, die Kurve ging sogar schneller als gedacht. Und die nicht? Okay, ja. Natürlich, man merkt immer noch, dass es irgendwie so ein etwas größeres Auto ist. Es ist halt ein Auto mit, ich sag mal, der Leistung eines Supersportwagens, aber auch nicht auf der Plattform eines Supersportwagens. Jetzt beispielsweise ein R8 oder so, das ist halt ein Supersportwagen. Ganz einfach. Der Camaro ist es als Grundmodell nicht. Es ist ein Sportwagen oder irgendwie Muscle Car oder wie man es auch nennen mag, Pony Car oder whatever. Die Plattform ist nicht in dieser Liga. Die Leistung aber schon. Hat noch krasser beim Hellcat. Der dann nochmal viel mehr Leistung. Und das sieht ja sogar ein Aventador alt aus. Serienmäßiger mit 700 PS. Und dann GT2 RS. Das hat ein Hellcat mehr Leistung. Und deutlich mehr Drehmoment. Das ja erst recht. So, ich würde sagen. Boah, da waren gerade Flammen. Wir machen mal ein Rennen, ne? Und das bietet sich ja hier eigentlich ganz gut an. 100 Meter Wobei soll ich die Strecke eigentlich fahren? Darf ich sie überhaupt fahren? Du hast dein Ziel erreicht. Ja, ich glaube schon. Eigene Strecke, ja, die werden wir aber nicht fahren. Das nur mal so als Hinweis. Weil die möchte ich euch nicht zeigen, die Strecke. Ganz einfach. Tractors könnten wir nehmen, natürlich klassisch Chevrolet gegen Dodge. Also vielleicht Challenger gegen Camaro. So, hier könnte ich jetzt raufgehen. Da werdet ihr meine zweite Strecke noch sehen, aber nein, die möchte ich euch noch nicht zeigen. Die ist noch nicht fertig. Oh, 6 Runden ist viel, ne? Machen wir mal. Obwohl eigentlich. Die Strecke ist ja echt nicht lang. Das passt schon. Mal gucken, was der jetzt hier so kann. Von der Rundstrecke. Der Wagen ist ja dafür ein wenig optimiert.
Klar, es ist kein reines Rennstreckenfahrzeug, es ist keine Renn... keine krasse Rennsemmel. Es ist immer noch ein Camaro. Aber immerhin. Oder ein verdammt brutales Gerät. Also das ist der Gerät. Ich habe, glaube ich, noch leider gar keinen Camaro im echten Leben gesehen. Also keinen der aktuellen Generation. Weder Basis noch halt solche Versionen hier. Camaro SS oder Camaro Zettel 1. Echt schade. Das ist echt ein unglaublich schönes Auto. Ich meine, Mustang habe ich schon öfters mal gesehen. Die aktuelle Generation. Das denke ich mal auch in Deutschland ein wenig häufiger vertreten. Wird eigentlich der Camaro in Deutschland verkauft? Offiziell? Also die Zettel 1 LE nicht. Die gibt es hier nicht so zu kaufen beim Händler. Kann man portieren, das geht. Vielleicht in Einzelzulassung, aber wenn du zu Chevrolet gehst, kannst du nicht den Zettel 1 LE kaufen. Das kriegst du hier nicht. Nicht auf legalem Wege zumindest. Ich glaube, die Zettel 1 ebenso nicht. Na? Quasi mein Bruder hier. Mein Motorspender. Mit Z06 und Z06 und ich hier exakt gleicher Motor. Oh Gott, was muss ich da schon wieder hören? Warum tut man das? Der arme Dodge. Ja gut, ne? Obenrum kommt halt nicht mehr so viel. Kann auch weiter natürlich deutlich mehr. Egal ob Z06 oder ZR1. Also weil ich weiß, ist aktuell aber auch keine Corvette schneller auf der Nordschleife als der Z1 SLE. Die genaue Zeit weiß ich gerade nicht. Warum denn V12? Ach man, Leute! Also ich, aus meinem Amateurwissen gerade, ist der Z1 LE der aktuell schnellste Chevrolet auf der Nordschleife. Ich glaube, eine Z06, das war ein bisschen langsamer, ich weiß es nicht genau. Oder hat eine ähnliche Zeit gefahren. Z1 kenne ich noch keine Zeit. Und ich glaube auch nicht, dass die überhaupt viel schneller ist. Das glaube ich gar nicht mal. Und wenn, würde ich sagen, bei der ZR1 Nordschleife über 7 Minuten. Ich glaube nicht, dass die unter 7 Minuten schafft. Das glaube ich aber nicht. Oder 7 ist halt schon... traue ich ihr irgendwie nicht zu. Ich will den Dodge nicht hören, bitte. Der hat doch so einen schönen V8 in der Serie. Warum tut man dem Wagen das an? Beiden Idioten. Der Wagen macht Spaß, ey. Und geht natürlich auch extrem gut. Sound sowieso. Kann man absolut nicht meckern. Ja, typischer Dodge-Fahrer. Der typische Online-Fahrer. Voll den dicksten Motor rein, den sie kriegen können. Den leistungsstärksten. Aber natürlich überhaupt nicht mit dem Auto umgehen können. Wenn man mit Autos wirklich ernsthaft Rennen fahren möchte, sollte man sich überlegen, ob man so einen V12 einbaut. Klar, der generiert extrem viel Leistung. Vor allem halt voll getuned. Wenn der V12 von Abo, da kann ja was im Spiel. So ist ja nicht. Aber wenn man sieht, wie die meisten damit fahren, dann ist die Serienmutter doch eher die bessere Variante. Noch schlimmer. Bei so einem... Nee, ich werde es einfach nicht verstehen. wenn man sich in einen Huracan den V12 einbaut oder so, mein Gott, da sage ich ja gar nichts gegen. Oder Modelle, wo es im entferntesten Sinne Sinn macht. Aber nicht so!
Das war glaube ich eine Corvette C2. Warum? Klar, der kann machen, was er will, aber das ist halt absolut unpassend. Es gibt unpassende Motoren-Swaps, die können auch irgendwie cool sein, aber das ist halt nicht cool. Und das ist nichts gut. Sauberabsteil. Bock wirklich richtig hart. Ich meine, die Kombi, Corvette ZL1 und ZL1-1LE im Autopass in einer Woche. Das ist halt eine Kombi, die ist wirklich fast unschlagbar. Zwei sehr extrem geile Autos. Vorlage für sein Auto wirklich sehr gut. Auch für die Leistung. Man darf nicht vergessen, was in diesem Auto für eine Kraft wirkt vom Motor. Wie viel Bums der Koffer hat. Nee, ich will eine gute Runde haben. Vor allem halt Drehmoment, ne? Was an der Hinterachse zehrt. Das ist. Es gibt kaum Autos, die Serie mehr drin im Moment haben. Na komm, Fabian. Die Kurve, die muss doch irgendwie halbwegs voll gehen. Also nach dem Bremsen. Ja, da bremsen. Ich will nochmal meine Rundenzeit knacken. Naja. Nee. Aber die Runde, die wird, glaube ich, besser. Also schon die ersten Kurven, die waren extrem gut. Naja, ist noch wirklich mehr drin. Aber unter einer Minute? Ja. 59,494. Habe ich gelesen. Ne, 527. Aber unter einer Minute, das ist doch eigentlich ganz in Ordnung. Mal gucken, was die KI so schafft. War, glaube ich, eine Corvette C2. Und ein Demon auf dem letzten Platz. Oh. Der Arme. Nee, also. Die C2 da bitte runter vom Podium. Ich will nicht mit sowas fotografiert werden. Oder gefilmt werden. Wir wollen nicht in der C2 ein V12 reinbaut. Nicht von Lamborghini. Oder nicht diesen V12. Wenn er. Würde ich was ich von einem, wer ist der? Countach, Coutage? Oder von einem Diablo? Würde ich einen Aventador, der durch die Gegend schreit? Oder wie so alte V12 Motoren, weiß ich von. Na gut, in Amerika ist es halt nicht so verbreitet mit V12. Da gibt es halt nicht wirklich was. Aber nicht Aventador. Das war falsch. Auf die Karte wollte ich, ein Rennen geht noch. Ja, komm. Vielleicht ein Sprintrennen. Ich kann ja mal gucken, hier wegen der Meisterschaft. Also Retro Rally. Okay, die Prüfung. Okay, ja, immer bis S2, ey. Das ist mir zu extrem. Klassische Sportwagen und Daumen.
Was haben wir hier? Okay, klassische Rennwagen. Also nichts für mein Camaro. Macht nichts. Am besten was mit schönen vielen Kurven. Wir nehmen mal das hier, komm. In 100 Metern links abbiegen. Offroad? Nee. Nee. Das sehe ich jetzt mal gar nicht ein. Ich kürze es mal ab. Das tut den Wagen jetzt nicht an. Auch wenn die Reifen verdammt breit sind. Oh. In 400 Metern scharf rechts abbiegen. Geht gut die Kurve. Bitte nicht schon wieder aufhört, bitte. Scharf. Und eine Forza, das reicht mir jetzt. Ich fahre noch nicht aufhören mit der Kiste. Ich bin noch nicht lebensmüde. Mit 882 Newtonmetern. Auf die Hinterachse. Machen wir mal. Obwohl Track Toys. Ja, gut, auf was 1 erfahren hat die Porsches nicht mit. Und diese übertriebenen, was ich hier. Ich meine auch die ganzen vorzeitischen Autos sind ja auch viele auf S2. Diese Pagani Zonda FE auch so übertrieben schnell, wie die Dinger sind. Es gab ja letzte Woche oder vorletzte Woche mal in der Meisterschaft. Auch mit Extreme Track Toys auf S2. Bei dieser Saisonmeisterschaft. Und da wurden Strecken ausgewählt von der Community, die erstellt wurden. Und ich bin halt den Mosler gefahren. Serie. Mit gefahren sind halt Formula Drift Autos und Pagani Zonda FE. Also auf der Geraden habe ich mich eigentlich gefühlt, als wenn ich ein Smart fahre. Oder ein Trabi. Also wie die mich abgezogen haben. Obwohl die auch, glaube ich, teilweise 30 Punkte mehr hatten als ich. Sind trotzdem in der Klasse mitgefahren. Nur so, okay, Forza. Sehr, natürlich sehr fair, ne? Ich glaube, der Mosler hat dann 957 Punkte. Und halt der Sonder wie 980, 990. Das fand ich schon ein bisschen unfair. Jo, die Formula Driftinger waren zwar auf S1, aber halt Leistung, ne? Ja, Track Toy. Eine 2-Tonnen Bentley. Auf jeden Fall nicht Forza. Cayman GT4. Auch Handschalter. Oh ja. Wegreifer. Natürlich eine ACR, auch ein sehr, sehr geiles Auto. Wird auch auf jeden Fall noch mal ein Let's Play kommen. Nicht die, sondern, das ist sogar die? Das habe ich sogar die aktuelle. Oder, exakt, die letzte. Die Viper, die läuft jetzt ja aus, oder ist schon ausgelaufen. Wird nicht mehr produziert, sehr schade. Ich meine, sie haben es gemacht, weil die Nachfrage zu gering war. Und vor allem in Europa. Und zu wenig Abnehmer dafür. Verstehe ich gleich warum. Ist doch ein voll geiles Auto. Was ist denn da schönes? Ist das ein 211? Ich glaube Shelby GT350R.
Geiler Motor. Ich würde gerne überholen. Wie kommt das hierher? Diese schönen Steinmauern sind ja für mich, wie ihr wisst, sehr anziehend. Okay, mit Viper-Motor. Das würde ich noch akzeptieren. Aber nicht Corvetten mit Lambo V12. Ich erstaune, wie schnell man hier die Kurven nehmen kann. Ja, das war stupid. Ist das noch der alte? Der 997 GT3 RS? Der ist auch in der Tractor-Klasse. Oh. Reinfahren. Nee, komm, ich will. Halt gleich mal so, man will halt früh bremsen, um die Kurve halt geil zu nehmen. Und die KI, ja. Links, rechts, nein. Hinten rauf. Porsche noch kriegen. Ich muss früher rüberkommen nach rechts. Der schnell, der Porsche. Das hätte nach vorne so schön ist. Das ist auf jeden Fall nicht langsam. Aber ich hole, glaube ich, sogar ein bisschen auf, ne? Ja, mit 289 durchs Ziel. Ist ganz nett. Okay, oh, der F-Type Project 7 ist auch hier drin. Ja, gut. Eine Renault Clio FE. Krasses Track-Toy. Du musst gerade an den Clio denken, von meinem Arbeitskollegen, der Zubi. Der hat ja auch so einen Renault Clio. Der auch so ähnlich ist wie der im Spiel. Natürlich kein RS. Aber jetzt sieht so ähnlich aus. Auch mit dem Blau. Stelle ich mir ihn gerade so in dem Auto vor. Dem Clio Forza Edition. Wäre nicht so gut. Spin. Ein Kettenrock, wie wunderbar. Ich will ja doch kein Fleischer werden. Okay. Wir bleiben in Amerika. Eine Cobra. Ein Wheelspin muss ich auch noch haben. Wenn ich jetzt nicht ganz dämlich bin. Ah. Und bitte Geld. Ja, ich hab ja viel zu wenig Geld, ne? Also. Ich bin so arm. Deswegen kriege ich auch einen verkackten Fiat. Den ich glaube ich schon habe und ja, der nicht wirklich was wert ist. Und auch nicht so geil ist. Man kann so einen Fiat 500 sich kaufen und Abarth 500. War eigentlich erst Fiat, aber. Warum braucht man einen 650 Biposto? Der glaube ich auch nur 100. Also unter 200 PS hat. Ist schon irgendwie süß, ne? Also der hat ja mehr als dreimal so viel. Och, Göttchen, ist ja süß. Ja, was ein geiles Teil. Mit dem werde ich auch in der nächsten Folge weitermachen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal und...